Hallo und herzlich willkommen bei Alexander LP. Let's Play Games Brothers 2016 mit der U-Bahn von Kontrolle 6. Wir fahren von Ostbahnhof nach Meerstraße. Es dauert ungefähr 21 Minuten. So. Wir müssen ja wieder vom Zug rausschwingen, wie wir jedes Mal gemacht haben. Streckenmonitor wieder an, wie jedes Mal. Wir müssen diesmal bei der U6 nach Meerstraße, deswegen müssen wir wie immer hier draußen Sonderwagen, Fahrschule, Probewagen. Müssen wir das machen. Natürlich gebe ich den Link wie jedes Mal unter diesem Videobeschreibung. Wieder mit grüner Wagen. So, zack. Boah, wir dürfen schon abfahren. Ja, mal Fahrgästen. Mal Licht anmachen. Ja. Genau, Licht. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U7 sowie zur Straßenbahnlinie 14. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, ich fahr gerne schnell. Manche würde jetzt von euch sagen, rast doch nicht so hoch bei U-Bahn. Nehmt doch immer ein bisschen Zeit. Ja, wir haben hier, wie ich das gehört habe, haben wir einen strengen Fahrplan, theoretisch, und genau. Demnächst werde ich ein Omnitrail mit Straßenbahn machen, dann wird Julia euch einen letzten Test zeigen, so wie ich jetzt zweimal Fernbus Simulator ein Video gemacht habe, also gezeigt habe, so wie jetzt Notruf 112, die Feuerwehr Simulator. Einsteigen bitte. So, ganz nah. Foto für Let's Play Vorschaubild. Gebe ich auch wie jedes Mal hier unten in diesem Video von der U2 Wagen. Natürlich könnt ihr bei Railroads oder wie die Seite heißt. Konstabler machen Zoll. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, zu den U-Bahn-Linien U4 und U5, zu den Straßenbahnlinien 12 und 18, sowie zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Könnt ihr da kaufen? Einmal fährt ihr noch 90, glaube ich, und der andere genauso. Müsst ihr mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt kostet. Natürlich werde ich mir auch die Ideen geben.
2 Minuten Commute, 7 nach Enkheim, sind wir jetzt in unserer Fahrt. Da ist die U7, die U6, okay. Hat jemand seinen Fahrplan nicht eingehalten? Sieht der Kollege der U6. So, wir müssen leider weiter. Und Abfahrt. Station Westend. Umsteigen.
zurücktreten. Natürlich Türfreigabe. Ja, ist wieder Rückfahrt. Wenn ihr mal sehen wollt, wie man zurückfährt von Heerstraßen nach Ostbahnhof, schreibe für dein Video einen Kommentar unter diesem Video, so meine ich das. Wird mir halt einmal versprochen. Vollbremsung. Sonst hätten wir jetzt nicht geschafft. Wären wir durchgefahren. Thank you.
hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 72. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Weil ich die hab, werde ich einen letzten Test machen. Versprochen. Nächste Station, Feststein. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Die Tür auf, diesmal seht ihr das. Ja, auch.
Kollege. Neuling, Jungs, Mädels, einmal den roten Button klicken, wenn euch mein Kanal gefällt. Und da könnt ihr die laufen neue Videos gezeigt oder mal jetzt testen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Alexander LP mit der U-Bahn, Frankfurt mit der Linie U6. Demnächst wieder mit OMSI 2 und wieder vielleicht mit einem Nacht-Express und ja, genau, das weitere geht ja, besucht mich bei Facebook, kennt genau, kommt natürlich durch auch noch sagen, ciao, ciao, bis dann, viel Spaß noch bei der U-Bahn Frankfurt zu fahren.